Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Vor einiger Zeit ist ja die neue DIN 77201 2017-11 in Kraft getreten. Und ich habe jetzt hier einen Spezialisten zum Thema im Podcast, den der geneigte Hörer schon kennt, den Stefan Leukert. Hallo Stefan. Hallo Jörg, morgen auch an die Zuhörer und Zuseher. Ja, auch in Zeiten von Corona muss man einfach mal ein bisschen Normalität hier einfach zeigen. Und ich denke, das Thema ist ja auch über Corona hinaus sich für den einen oder anderen interessant. Wie gesagt, du warst ja schon mal im Podcast, vielleicht trotzdem nochmal eine ganz kurze Vorstellung, dass die Leute wissen, wie wir es zu tun haben. Gerne. Ja, also den Namen hast du ja schon genannt. Ich bin Sicherheitsberater bei der von zur Mühlenschen GmbH aus Bonn. Kurz VZM, das reicht völlig aus. Wir sind das älteste und größte Sicherheitsberatungsunternehmen in Deutschland. Und ich bin bei uns im Haus verantwortlich für diesen ganzen Themenkomplex rund um organisatorische und personelle Sicherheit. Sehr gut. Ja, du hast dich mit der DIN 77200 ein bisschen genauer befasst und hast da auch so eine Art Leitfaden erstellt. Wie kamst du denn zu dem Thema? Ja, wir sitzen ja zusammen in dem Ausschuss des ASW für Aus- und Weiterbildung. Ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen, weil jetzt hier gerade der Staubsauger im anderen Raum. Ich mache mal die Tür zu. Moment. Okay. So, also. Ja, passiert solche Geschichten. Ist so, genau. Genau. Erzähl doch mal kurz, wie du zu dem Thema DIN 77200 gekommen bist. Ja. Wir sitzen ja gemeinsam in dem Kompetenzcenter Aus- und Weiterbildung des ASW und wir haben dort auch natürlich das Thema DIN 77200 das ein oder andere Mal beleuchtet und ich bin einfach vom KC gebeten worden, zu dem Thema Aus- und Weiterbildung, dass ja die DIN 77200 zum ersten Mal tatsächlich normativ behandelt, ein kleines Leitblatt, einen kleinen Leitfaden zu entwickeln. Mhm. Gut, so, dann erzähl doch mal, um was es da konkret geht. Die DIN 77200, wie du ja schon gesagt hast, die ist noch relativ neu, die gibt es seit November 2017, ist jetzt seit 2018 tatsächlich die allein geltende Norm 77200. Bis dorthin gab es noch eine Übergangsregelung der alten Version aus 2008. Und die neue 77200 ist, wie schon gesagt, die erste Norm, die das Thema Aus- und Weiterbildung tatsächlich mal aufgreift. Bisher war es ja so, wenn ich es ein bisschen zugespitzt ausdrücken würde, ich habe mit 20 mein Unterrichtungsverfahren gemacht und habe dann bis 65 im Sicherheitsgewerbe gearbeitet und es gab niemanden, der mir oder meinem Arbeitgeber vorgeschrieben hätte, eine Aus- und Weiterbildung zu betreiben. Das ist natürlich sinnfrei, muss man ganz klar sagen, weil auch in der Branche sich andere Dinge ab und zu mal ändern. Es gibt neue Regelungen, es gibt einfach Dinge, die ich auch mal vergesse oder die mal aufgefrischt werden sollten, neue Themen, die beleuchtet werden sollten, weil sie vorher nie relevant waren, etc. Mhm. So. Gut, jetzt ist es in dieser DIN geregelt, wäre es dann nicht viel sinnvoller, der Gesetzgeber würde sowas regeln, weil wie du sagst, kann es ja sein, dass ich da 45 Jahre Arbeit oder am besten noch über 65 hinaus, ohne je einen Schulungsraum von innen gesehen zu haben, macht es nicht Sinn, das breiter aufzustellen, das Thema? Freilich wäre es das. Die ideale Welt hätte natürlich ein, sage ich mal, Gesetz für das Sicherheitsgewerbe. Naja, mal sehen, vielleicht kommt es ja irgendwann. Jetzt bestimmt nicht mehr. Ja, richtig. Haben wir gerade ein bisschen andere Schwerpunkte. Ja, das ist richtig. Nein, aber unabhängig, ob das jetzt irgendwo tatsächlich durch den Gesetzgeber geregelt ist. Da kann man natürlich lange und breit drüber streiten und sagen, oh, das ist aber schade und eigentlich müsste es. Ich bin da so ein bisschen eher nach vorne orientiert und sage, mich freut es, dass es überhaupt mal jemand aufgegriffen hat. Wie gesagt, auch in der alten Norm war es im Grunde nie irgendwo vorgeschrieben. Und wenn es der Gesetzgeber schon nicht für notwendig hält, beziehungsweise wenn es halt irgendwo auf der langen Bank sitzt, dann freue ich mich, dass der DIN-Ausschuss, der die Norm geschrieben hat, das Thema aufgriff und eben in dieser Norm geregelt hat. Was beinhaltet es jetzt konkret? Konkret heißt es, der Arbeitgeber, der nach dieser Norm arbeitet, oder andersrum gesagt, der Auftraggeber, der die Einhaltung dieser Norm fordert, hat zu erwarten oder durchzuführen, pro Vollzeitmitarbeiter 40 Unterrichtseinheiten pro Jahr. Eine Unterrichtseinheit, wie üblich, 45 Minuten, heißt 30 Zeitstunden oder anders ausgedrückt, ein Tag pro Quartal
Ein Arbeitstag pro Quartal muss für Aus- und Weiterbildung aufgewandt werden. Bei Teilzeitmitarbeitern ist das ein bisschen runtergeschraubt. Ich schaue gerade mal hier nach rechts, da habe ich das nämlich nochmal auf meinem anderen Bildschirm vorliegen. Die Teilzeitmitarbeiter müssen 24 Unterrichtseinheiten je 45 Minuten durchführen. Der Unterricht muss oder die Weiterbildung muss grundsätzlich in Präsenzform stattfinden. Es können allerdings, und die Norm sagt das so schön, durch Einsatz von qualitätsgesicherten Distance Learning Verfahren bis zu 50% dieser Aus- und Weiterbildung eben als E-Learning, Distance Learning, wie auch immer, Videoschulungen oder elektronische Weiterbildung durchgeführt werden. Was wichtig ist, und das ist einer der Punkte, an denen man merkt, dass an der Erstellung dieser Norm auch Praktiker beteiligt waren, die den Finger teilweise in die richtige Wunde legen. Ein- und Wiederholungsunterweisungen in die Dienstpositionen sind keine Weiterbildung im Sinne dieser Norm. Das heißt, der Mitarbeiter, der 3 Tage eingewiesen wird, irgendwo an einem Empfang oder in der Leitstelle, der hat trotzdem den Anspruch auf diese 40 Stunden Weiterbildung, weil diese Einweisungszeiten nicht auf diese Einweisung, nicht auf diese Aus- und Weiterbildungszeiten angerechnet werden dürfen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, Stichwort Unterweisung. Es gibt ja neben diesen objektspezifischen auch allgemeine, die regelmäßig wiederholt werden müssen, also kein Alkohol und diese Geschichten. Das fällt dann da auch nicht drunter. Richtig, das fällt auch nicht drunter. Es steht eindeutig in der Norm, die Ein- und Unterweisung der Mitarbeiter sind keine Aus- und Weiterbildungszeiten im Sinne dieses Abschnitts. Wie gesagt, man hat den Finger in die richtige Wunde gelegt und man weiß auch, wie findig das Gewerbe ist, darin gewisse Regularien oder die Grenzen gewisser Regularien auszudehnen und zu testen. Gut, jetzt wissen wir ja, dass neben dem, dass in den meisten Firmen überhaupt keine Aus- und Weiterbildung stattfindet, auch keine Unterweisungen, also zumindest keine Allgemeinen stattfinden. Das kostet ja alles Geld, logischerweise. Was soll jetzt eine Firma dazu bringen, sich nach DIN 77200 zertifizieren zu lassen, sich in Anführungszeichen das an den Hals zu hängen und dann im Wettbewerb mit anderen Firmen konkurrieren zu wollen? Genau. Also du sprichst natürlich einen tatsächlich validen Punkt an. Wir haben ja im KC, in der letzten Sitzung, hatten wir ja auch eine Evaluierung, eine kleine, wie viele Unternehmen dann überhaupt schon zertifiziert sind. Da waren es so um die 50, ne? Also von 6.500 Dienstleistern sind 50 nach dieser neuen Norm zertifiziert. Das ist aber eigentlich gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt, und da muss man immer so ein bisschen in die Historie dieser Norm reinschauen, ist immer gewesen, dass die DIN 77200 eine Auftraggebernorm war. Das heißt, der Auftraggeber pickt sich raus, ich möchte die Ziffer 419 erfüllt haben und die Ziffer 420 ist für mich nicht relevant und die 421 auch nicht, weil der Dienstleister keinen Schlüssel bekommt. So, das heißt, ich drehe das Ganze um und sage, für mich ist gar nicht wichtig, ob ein Dienstleister danach zertifiziert ist, sondern als Auftraggeber sage ich, ich fordere, dass die Ziffer, und zwar hier jetzt konkret die 419.2 Weiterbildungskonzept von meinem Dienstleister eingehalten wird. Und dann hat der im Grunde die Pflicht, genau das umzusetzen. Klar, das wird mich ein paar Euro mehr kosten, aber das ist aus meiner Sicht gut investiertes Geld, denn am Ende des Tages habe ich einen Mitarbeiter, der regelmäßig geschult wird, der vielleicht auch in Themen geschult wird, die gar nicht so häufig sind, die in Unterrichtungsverfahren natürlich überhaupt nicht thematisiert werden oder auch später nicht. Beispiel, ich hätte irgendwo eine Einfahrt, an der Fahrzeuge kontrolliert werden müssen. Da muss mal eine Nachschau gemacht werden, da muss vielleicht eine Unterbodenspiegelung gemacht werden und so weiter und so fort. Kein Sicherheitsmitarbeiter wird per se in dem Themenbereich Nachschau von Fahrzeugen oder von Unterspiegelung von Fahrzeugen ausgebildet. Da wäre das zum Beispiel ein schöner Punkt zu sagen, okay, ein Tag oder 2 Tage dieser Zeiten muss eben genau auf dieses Thema, was bei mir spezifisch in meiner Situation zum Tragen kommt, ausgebildet werden. Ist es jetzt auch ein bisschen idealistisch gedacht, weil die meisten Firmen, die jetzt hier Aufträge vergeben, ja doch eher nach dem günstigsten Preis suchen und sagen, es ist uns völlig egal, wenn die da hinschicken, wir haben das vielleicht eh nur wegen der Versicherung, dass da einer steht und was der macht, ist mir völlig egal. Genau. Die stehen allerdings, da hast du völlig recht, natürlich, die Masse der Aufträge wird nach wie vor nach Preis vergeben. Das sind aber auch die Aufträge, die aus meiner Sicht zumindest gar nicht in meinem Fokus stehen.
Ich bin in der Regel ja tatsächlich für Unternehmen oder Behörden tätig, die erkannt haben, dass der Preis alleine kein valides Vergabekriterium ist. Da haben wir uns ja auch schon bei unserem ersten Gespräch lang und breit drüber ausgelassen. Das heißt, ich bin in der etwas günstigeren Situation, dass ich sagen kann, Auftraggeber, mit denen ich zusammenarbeite, die haben erkannt, dass es weitere Kriterien geben muss. Und davon ist eins eben genau dieses Thema Aus- und Weiterbildung. So, und die, die es noch nicht erkannt haben, die können sie ja dann vielleicht irgendwann im Laufe der Zeit immer noch sich eines Besseren belehren lassen und sagen, ja, das macht vielleicht tatsächlich Sinn, dass der Mitarbeiter ab und zu mal lernt, wie eine Werkschutzmeldung auszufüllen ist. Auch das kann nämlich ein Thema von Aus- und Weiterbildung sein. Ja? Wie fülle ich so einen blöden Zettel aus? Ja, jetzt haben wir, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch schon diskutiert, aber es passt natürlich hier sehr gut rein. Was haben wir jetzt für ein Problem, wenn der Auftraggeber in seiner Ausschreibung sagt, 77.200, es aber hinterher nicht bezahlen möchte und danach auch gar nicht danach Ja, fragt? das ist ein altes Problem natürlich. Ich würde das sogar noch eins weiterschrauben, mit einem kleinen Blick Richtung Vergaberecht. In EU-weiten Vergaben von der öffentlichen Hand darf ja gar nicht die Zertifizierung dieser Norm gefordert werden, weil es sich um eine rein nationale Norm handelt. Ja, das ist keine DIN ISO oder keine DIN EN, sondern es ist eine rein nationale Norm. Das heißt, in einer öffentlichen Vergabe, die nach VGV europaweit ausgeschrieben werden muss, wäre eine Zertifizierung überhaupt nicht möglich. Da greift dann aber wieder der Kunstgriff, den ich gerade schon genannt habe. Da verlange ich eben nicht die Zertifizierung dieser Norm, sondern da verlange ich die Einhaltung bestimmter Elemente oder meinethalb auch der ganzen Norm. Ist im Endeffekt fast das Gleiche, ist vom Wording her ein bisschen anders und damit ist es vergaberechtskonform, wie bei dem einen oder anderen Punkt auch. Gut, aber da brauchen wir einen Profi wie dich, weil als in Anführungszeichen normaler Auftraggeber habe ich von dem Ganzen ja keine Ahnung. Ja. Genau. Das ist übrigens, schöner Satz, das ist übrigens genau die Intention dieser Norm gewesen. Wenn man es mal ein bisschen platt ausdrückt, dann war die Absicht des ursprünglichen Normenausschusses, eine Handreichung für Auftraggeber für die Ausschreibung von Dienstleistungen zu entwickeln, die keine Ahnung haben davon. Ja. Das ist dann leider im Laufe der Zeit durch die normative Kraft des Faktischen umgedreht worden. Da gab es dann diese unselige Zertifizierungswelle der alten Norm. Randnotiz, die alte Norm war nicht zertifizierbar, das hat sie auch immer von sich behauptet oder von sich selbst gesagt. Trotzdem ist sie fröhlich zertifiziert worden und die Zertifizierungen sind auch fröhlich abgefragt worden. Das hat sich geändert, die neue Fassung ist zertifizierbar, richtig offiziell zertifizierbar, da gibt es einen eigenen Teil, der die Kriterien festlegt. Von daher gesehen, ist eben diese Norm nach wie vor von der Idee her eine Auftraggebernorm, die eben genau demjenigen, der sagt, ich habe keine Ahnung von Sicherheitsdienstleistungen, eben eine Handreichung gibt, wie er denn eine gewisse Qualität in die Dienstleistung reinbringen kann. Das Wichtige ist natürlich, und das hast du auch gesagt, das Wichtige ist natürlich, am Ende des Tages muss das Ding auch überprüft werden. Ja, es hilft nichts, dass ich in der Ausschreibung sage, lieber Dienstleister, du musst Aus- und Weiterbildung durchführen, aber dann in der Auftragsdurchführung niemand drauf schaut, finden denn diese Aus- und Weiterbildungen statt? Und Step 2, finden sie so statt, wie ich es gerne hätte? Heißt, ich sollte mich als Auftraggeber auch durchaus mal in so eine Weiterbildung setzen und gucken, sind alle da, wie ist der Dozent, wird das unterrichtet, was unterrichtet werden sollte und wird es so unterrichtet, dass es auf meine spezifische Situation passt. Gut, ich habe da eh eine andere Herangehensweise. Wenn ein Unternehmen nicht verstanden hat, dass es freiwillig Sinn macht, die Leute zu qualifizieren, dann ist es aus meiner Sicht eh falsch am Platz, aber Ja. leider ist es halt die Ausnahme. Es ist so, ja, genau. Es ist halt ein Kostenfaktor, es ist Aufwand, es ist organisatorisch für den Dienstleister häufig problematisch, weil die Mitarbeiter natürlich im Schichtdienst sind. Und ich komme nicht unter Umständen nicht mit einer Weiterbildung weiter, sondern ich muss halt eventuell zwei oder sogar drei organisieren. Ja, alles schwierig, aber mittel- und langfristig gedacht zahlt sich's aus. Leider denken die meisten nur kurzfristig. Ja, so, jetzt wenn ein Dienstleister sagt, macht alles Sinn, was ich hier gehört habe, wie kann ich jetzt an so eine Zertifizierung rankommen? Was kostet der Spaß? Wie lange dauert sowas? Zu den Kosten kann ich eigentlich selbst gar nichts sagen, das weiß ich tatsächlich nicht. Die Zertifizierung selbst geht über die üblichen Wege, über die sogenannten akkreditierten Zertifizierungsunternehmen. Da gibt es die Deutsche Akademie für Zertifizierung DAX, den genauen Namen habe ich jetzt gar nicht genau parat. Aber über diese akkreditierten Unternehmen, klassisch TÜV, DEKRA, TÜV Austria und noch ein paar andere,
besteht dann die Möglichkeit für den Dienstleister, so eine Zertifizierung zu beantragen und dann auch durchzuführen. Soweit ich informiert bin, sind die Wartefristen im Moment allerdings relativ lange, weil eben diese Norm noch relativ neu ist. 2,5 Jahre jetzt ungefähr. Selbst bei den großen Sicherheitsdiensten ist es so, dass die erst in Teilen seit Ende 2019 zertifiziert sind, weil die eben auch auf einer Warteliste standen sozusagen. Also zu sagen, okay, ich greife jetzt heute mal dieses Thema Zertifizierung an und in einem Monat bin ich durch, wäre ein bisschen blauäugig. Deswegen auch hier wiederum der Appell an die Auftraggeber, dreht das Ganze um, ja, verlangt nicht eine Zertifizierung, verlangt unter Umständen eine Eigenerklärung, dass der Dienstleister nach dieser Norm arbeitet oder sagt gleich, die Ziffer X muss erfüllt werden. Punkt. Herr Stefan, herzlichen Dank für den Einblick in dieses Thema. Ich denke, der eine oder andere von den Dienstleistern wird jetzt ein bisschen nachdenklich geworden sein, ob es denn wirklich Sinn macht. Und in schweren Zeiten muss man sich einfach vom Wettbewerb absetzen und dann macht sowas definitiv Sinn. Okay. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.